Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und boah, ich bin begeistert, wir sind hier gerade auf dem Mars. Alter, wie geil. Und wie hoch wir springen können. Mega. Ressourcen 0 von 4. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Fünfstellig? Fünf? Na schön, ich mach es. Ich bin an der Bar. Sag mir dann Bescheid. Okay. Bin schon dabei. Quatschen wir mal mit dem Techniker. Wir sind leider im Rückstand. Okay, wir können mit dem nicht quatschen. Und hier geht's zur Bar. Cydonia komplett unterirdisch zu bauen, war eine kluge Lösung, um die Stadt vor der rauen Marslandschaft zu schützen. Okay. Ja. Zentraler Knotenpunkt. Okay, ein geheimer Ladebalken. Ne, der Ladebalken kommt jetzt. So, und da unten können wir wahrscheinlich alles wieder ausziehen an Rüstung. Ja, wir können hier frei rumlaufen. Kann ich nicht. Muss ich so wahrscheinlich ausziehen. Den Anzug hier. Laufen wir so rum. Gefällt mir lieber, tatsächlich, so rumzulaufen. Ah, ich glaube, hier laufen wir mal so. Informiere uns bitte, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Ja, mach ruhig. Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Ja, zukünftige hast du eine Ahnung, wie weit wir geflogen sind? Trevor Pilt hier. Wie viel wir geblecht haben, um auf diesen staubigen Felsen zu kommen? Es hieß, hier gibt es Jobs. Hey, ich verstehe euch, aber wir haben gerade die letzten Stellen besetzt. Ende nächsten Monats laufen aber ein paar Verträge aus. Vielleicht wollen die ja nicht verlängern. Das ist doch Bullshit. Ich habe eine Frau und Kinder. Wir können nicht fast 2 Monate auf einen unsicheren Job warten. Hey, ich verstehe das, aber ich kann nichts machen. Redet mit der Zentrale, wenn ihr wollt. Durchs halbe Tut mir leid, aber ich muss wieder zurück an die Arbeit. Komm schon, vergiss es. Hauen wir einfach ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Flug nach Hause. Du siehst aus wie ein Miner. Scheiße. Wenn endlich neue Verträge abgeschlossen werden Scheiß können, drauf. Probier es doch mal. Willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Trevor. Mein Trevor. Direktor des Deimos-Projekts hier im hübschen unterirdischen Cydonia. Ich kann 1-2 Minuten zum Plaudern opfern. Solange du nicht nach einem Mining-Job fragen willst. Ich habe immer für Arbeit gearbeitet. Ich hätte auch Arbeit hier gehofft, aber da werde ich wohl Pech haben. Wie läuft das Mining hier auf dem Mars? Du bist hier wohl der Boss, ja? Was hat das mit der Sirene und der Sprengungsdurchsage auf sich? Das? Ach, kein Grund zur Sorge. Wir machen hier auf dem Mars Fracking mit subterranen Partikeldetonationen. Die okay. Ankündigungen sollen die Leute nur vorwarnen. Du hast bestimmt mal das Zittern gespürt, wenn es zu einer Detonation kommt. Das ist den? Schon alles. Den, cool, der jetzt oder? Gerade war? Oh, wenn das alles ist, kein Problem. Jetzt mache ich mir noch mehr Sorgen, dass ständig um mich herum Teilchendetonationen passieren. Fragment subterranen Teilchendetonationen? Was ist das? Im Grunde einfach Hightech-Mining. Wir lösen tief unter der Erde extrem starke, kontrollierte Partikeldetonationen aus, um unterirdische Gase und andere schwer abzubauende Ressourcen zu lösen und dann zu ernten. Klingt viel gefährlicher, als es ist. Denke ich. Wobei, wenn man nicht weiß, was man macht, ist es trotzdem ziemlich gefährlich. Mhm. Okay, wenn das alles ist, dann kein Problem. Ja, kein Problem. Wenn man das nicht gewohnt ist, ist es sicher merkwürdig. Setz dich einfach hin oder sieh zu, dass du dich irgendwo festhalten kannst, wenn das Zittern dich stört. Dir passiert nichts. Wie läuft das Mining hier auf dem Mars? Hey, gar nicht so übel für eine der ältesten Minen in den besiedelten Systemen. Uns fehlt zwar ordentliche Ausrüstung, aber das machen wir mit Fleiß wett. Wie du sicher weißt, bin ich dafür verantwortlich, die Deimos Sternenwerft mit Ressourcen zu versorgen, die ihrerseits die UC Navy mit Schiffen versorgt. Das und andere wichtige Projekte machen uns zu einem der wichtigsten Mining-Standorte der United Colonies. Wir bekommen entsprechend viel Ansehen und Gehalt. Das macht es fast wett, dass wir quasi am Arsch der besiedelten Systeme stationiert sind.
Du bist hier wohl der Boss, ja? Ja, der bin ich. Ich bin mit gerade mal 17 zu Deimos gekommen. Als Mining-Aushilfe. Hol mal das, hol mal dies. Du kennst das. Ich hab mich reingehängt und wurde vor ungefähr 6 Jahren zum Mining-Direktor befördert. Als der alte Boss in Rente ist. Die Älteren mögen mich teilweise nicht, aber ich lasse allen eine lange Leine, solange sie ihre Quote erfüllen. Das kommt gut an. Ja, das... Oh komm, wir nehmen das Argos, mal mit. Ja? Klar, kenne ich. Ist natürlich super, aber leider sind unsere Mining-Posten im Moment alle besetzt. Oder du hilfst mir bei einer anderen Sache. Inoffiziell. Das hängt ganz davon ab, worum es geht. Also schieß los. Ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen dubios vor. Ich tue für dich nichts, was wir nicht auf dem Papier festhalten können. Komm, Klasse. Wir machen das. Und keine Angst, es ist nichts, wofür du Ärger kriegen könntest. Du hast vielleicht gemerkt, dass unsere Ausrüstung nicht gerade die neueste ist, vorsichtig gesagt. Das Problem ist, neue Ausrüstung kriegen wir erst, wenn wir unsere Quote übererfüllen. Aber das geht nur mit neuer Ausrüstung. Klassische Zwickmühle. Aber ich habe einen Plan, wie man das Problem lösen kann. Ich verstehe nicht, was das mit mir zu tun hat. Dazu komme ich noch. Zuerst muss ein Externer uns helfen, unseren Ertrag zu steigern, damit wir die Quote übererfüllen. Den Rest erkläre ich dir, wenn du ein bisschen Erz ausgebuddelt hast. Eine Standardquote müsste reichen. Erst musst du zeigen, dass du den leichten Teil hinkriegst. Klingt leicht, ich bin dabei, komm. Sicher, dass du mich nicht nur unbezahlt ausnutzt? Natürlich nicht. Ich bezahle dich selber. Meine Miner sind mir wichtig, auch wenn die Zentrale keine Ahnung hat, wie es hier unten ist. Ich bin auch zu Opfern bereit, damit sich was verbessert. So bin ich einfach. Wenn ich die Credits hätte, würde ich die Ausrüstung selber kaufen. Aber mein Plan ist fast genauso gut. Okay, klingt leicht, ich bin dabei. Wenn du genug hast, wirf es da drüben zur Verarbeitung in die Kiste und dann komm zu mir. Okay, haben wir jetzt eine neue Aufgabe? Wer ist denn die da? Die sieht interessant aus. Tracker-Allianz-Agent. Hey Schätzchen, du siehst aus, als könntest du dir die Hände schmutzig machen. Die Tracker-Allianz ist immer auf der Suche nach Kopfgeldjägern, die gesuchte Verbrecher finden und töten. Oh. Wenn das was für dich wäre, rede mit mir oder sieh dir die Auftragsbörse an. Ich könnte dir bei einem Job helfen, wenn du zahlst. Was ist die Tracker-Allianz? Wir sind die krassesten Kopfgeldjäger in den besiedelten Systemen. Die Leute bezahlen uns, um Verbrecher, Abschaum und anderes Gesindel zu finden, wenn sie selber nicht können oder wollen. Hast du irgendwelche spannenden Geschichten von der Kopfgeldjagd? Soll ich dir das erzählen? Warum nicht? Ist eine ziemlich gute Geschichte. Also, ich sollte einen richtig toughen Spacer aufspüren, okay? Ich finde sein Schiff, gehe unbemerkt an Bord und erwische ihn ungelogen mit runtergelassener Hose. War wohl gerade erst aufgestanden oder so. Jedenfalls, bevor er reagieren kann, tackle ich ihn, um ihm Handschellen anzulegen. Und er lässt einen Spruch ab, will mich anmachen. Tja, nur sowas kommt bei mir nicht gut an. Und naja, es hieß tot oder lebendig. Also entscheide ich mich für tot. Nur war das gar nicht der Richtige. Aber der Typ wurde auch gesucht. Kaum zu glauben, oder? Naja, die Allianz fand es nicht ganz so lustig wie ich. Also darf ich nur noch neue Rekruten babysitten. Okay, ich könnte dir bei einem Job helfen, gut, wenn du zahlst. Ich bin hier ja nur stationiert, weil ich einen Fehler gemacht und einen Auftrag verbockt habe. Das lässt mir keine Ruhe. Jetzt geht das Gerücht um, dass dieser Mistkerl auf dem Mars rumschleicht, aber ich hatte bisher noch nicht das Glück, ihm über den Weg zu laufen. Ich glaube, dafür ist er zu clever. Ich weiß schon, wie ich ihn finden kann, aber ich muss meinem Tracker-Kontakt beweisen, dass er hier ist. Da kommst du ins Spiel. Du musst nur einen Sensor platzieren. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Ich weiß, was ich tue. Soll ich mir das Ziel einfach selbst holen? Wie soll ein Sensor diesen Typen finden? Kannst du mir mehr über den Typen sagen, den wir verfolgen? Ken Plakis, Schmuggler. Von der schlimmsten Sorte. Handelt mit allen möglichen Waren. Er wird wegen Diebstahl, Menschenhandel und Mord gesucht. Und er ist extrem gut in seinem Job. Er führt die UC Security seit Jahren an der Nase herum. Er ist sogar unseren Trackern entwischt, auch mir. Der Mistkerl hat mich reingelegt. Hat einen Doppelgänger gefunden, den ich dann umgelegt habe.
War extrem peinlich für mich. Es ist also was Persönliches. Ich weiß, was ich... wie soll ein Sensor diesen Chip finden? Er weiß es nicht, aber er trägt einen Chip mit einer einzigartigen ID in sich. Einer der Gründe, warum er gelernt hat, Städte zu meiden. Sobald er irgendwo auftaucht, finden die Tracker ihn. Also hält er sich fern. Er ist schwer zu fassen. Deswegen schicke ich jemanden dorthin, wo er sich wohlfühlt, an den Stadtrand. Der Sensor ist auf den Chip eingestellt. Jetzt verstehst du es, oder? Ich weiß, was ich tue. Soll ich mir das Ziel einfach selbst holen? Scheiße, nein! Würde ich das wollen, würde ich es dir einfach sagen. Nee, ich habe einen guten Freund, einen alten Tracker-Kumpel. Ich teile das Kopfgeld mit ihm, sobald er die Zielperson geschnappt hat. Das steht nicht zur Diskussion und ist nicht verhandelbar. Du interagierst auf keinen Fall mit meiner Zielperson. Sonst ist am Ende dein Kopf dran. Ja, okay, komm, ich bin dabei. Also, du nimmst diesen Sensor hier und platzierst ihn ganz oben auf dem Turm vom alten Mars-Launchpad, wo er schöne, freie und unbehinderte Sicht hat. Du brauchst ein Boost-Pack, um da hochzukommen, sonst musst du klettern und das ist schwierig. So gering ist die Schwerkraft auf dem Mars dann auch wieder nicht. Das Ding verfolgt das Chip-Signal meiner Zielperson. Ich rufe meinen Partner, der erledigt ihn dann. Verschwinde und komm wieder, sobald du fertig bist. Und verschreck den Mistkerl nicht, klar? Klar? Gut. Okay. Aber wir müssen, ich glaube, da lang. Zu der Bar. Ja, hier. Zum Glück muss ich nicht auf einem toten Felsen irgendwo im Nirgendwo als Miner arbeiten. Du bist doch ein Miner. Alles okay, Gilly. Was ist denn das? Chunks Hühnchen. Ich hab dir doch gesagt, dass das privat ist. So, mit ihm müssen wir reden. Das weiß sowieso jeder. Bürgerin, Logistikspezialist. Wir wissen es. Die meisten Besucher wollen hier schnell wieder weg. Ja, ich will mit ihm reden, ja? Ärger, Jack. Kein Stress. Das sind alle Glück. Ich serviere hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es selten. Irgendwelche interessanten Gerüchte? Jede Menge. Aber wenn ich die jedem neuen Gast sofort auf die Nase binde, erzählt mir nie wieder irgendjemand was. Ich bin diskret. Nur deswegen kann ich den Job seit 45 Jahren machen. Ah, okay. Okay, das kann ich respektieren. Komm schon, ich werde nichts ausplaudern. Du hast recht, tut mir leid. Na, komm. Will ich aber auch hoffen. Sonst musst du dir nämlich eine andere Bar suchen. Und zwar zackig. Was kannst du empfehlen? Alles. Ich verkaufe keine Plörre. Wir haben Bier, Wein und Schnaps, aber keine schicken Cocktails. Jedenfalls nicht sowas wie in Neon oder New Atlantis. Wenn man einen Schnaps mit etwas anderem mischen muss, damit der schmeckt, sollte man lieber die Finger davon lassen. Okay. Ich suche einen Vanguard namens Moira. Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Wenn du seine Patrouille-Route kennst, können wir ihn aufspüren. Ich lasse einen mutigen Soldaten nicht zurück. Hilf uns, ihn zu finden. Das alles brutal. Er steckt in Schwierigkeiten. Moment, pechschwarze See? Nennst du das etwa anders? Er meint das Weltall. Ach so. Ma'am. Das ist alles brutal, er steckt in Schwierigkeiten. Könnte sein, ja. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, ah. Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also... Überzeugen, du willst Profit daraus schlagen, dass er Hilfe braucht? Sarah Morgan, machen wir da weiter, wo du zugibst, dass du lügst? Hast du einen Tipp, wie ich an Geld kommen kann? Wie ich an Geld kommen an? Okay, komm, wir versuchen mal, ihn zu überzeugen. Hey, Cydonia Leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Vielleicht sind wir die Einzigen, die ihn finden können. Sag mir einfach, was ich wissen will, dann lasse ich dich in Ruhe. Was ist dir wichtiger, das Geld oder Moaras Leben? Stellen dir bitte da draußen vor, Mutterseelen allein und du machst dir Gedanken über Geld? Na komm, ich versuche das hier mal. Ja, ich verstehe schon. Es gibt sicher einen Weg, wie wir hier beide zufrieden auseinandergehen. Vielleicht sind wir die Einzigen, die ihn finden können. Ja, jede vergeudete Minute könnte sein Schicksal besiegeln.
Na komm, ich versuche. Vielleicht sind wir die Heiligen, die ihn finden können. Vielleicht. Okay, ich gebe auf. Ich muss eben über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder, ah, die Bella. Sowas alles. Die Bella. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Okay. Alles okay, Gilly. Begib dich zur Venus. Der Mars ist sehr reich an Ressourcen. Okay, aber warte mal. Wir haben hier noch ein paar andere Quests. Die alte Heimat, Aktivitäten. So, stell ein Item. Nee. Allein auf weiter. Achso, das sind die abgeschlossenen. So, sammle Eisen und platziere den Sensor. Machen wir den hier. Müssen wir auch raus, okay. Ziehe ich das hier auch mal wieder an. Und dann gehen wir raus. Und dann suchen wir mal den einen Dude, den wir hier jetzt finden müssen. Beziehungsweise damit wir den Sensor da irgendwo anbringen. Und ja, vielleicht ein paar Pluspunkte bei den Kopfgeldjägern kriegen. So. Ich bin aber am liebsten irgendwie so unterwegs. Okay, ist aber auch ganz schön, wirklich sehr, sehr rot hier alles. Da hatte was gelaufen. So, ich mach das hier auch an. Also es gibt hier tatsächlich auch anderes Leben auf dem Mars. Was ist denn das? Thermoparasit. Nein, das wollte nicht. So, und weiter in die Richtung. Da oben müssen wir hin, okay. Also der Mars ist also eher eine Mine geworden. Sarah kommt auch hinterher. Hier gibt es Bleivorkommen. Was ist denn das da hinten? Da haben wir auch wieder Blei. Oder? Ist das Blei? Irgendwas auf dem Scanner. Okay, warte mal. Hier gibt's Wasser, Chlor, Blei und Chlorisi, wie auch immer. Was ist denn das? Das ist Wasser. Wasser haben wir auch gefunden. Hm? Ich habe da gerade was gesehen. Ach, hier Blei. Was war das? Wässriger Hamiet? Was auch immer das ist. Da haben wir nochmal Blei. Also hier gibt es sehr viel Blei. Bisher noch kein Eisen gefunden. Warte mal, wenn wir hier die Oberflächenkarte gehen. Argonian Maid, Cyanidia. Hier haben wir noch ein paar Orte, die wir noch nicht gesehen hatten.
Und Mars Launchpad und noch eine Location. Achso, das auch nochmal Blei. Achso, das, ne, das wollte ich jetzt nicht. So, da wollen wir hoch. Was passiert denn da? Achso, das ist es. Hier haben wir nochmal Wasser. Da wollen wir hoch. Hier ist nur Blei. Mars Launchpad. Haben wir gefunden. 20 Erfahrungspunkte. Nice. So, unbekannt. Mal gucken, ob wir da einfach so hoch können. Irgendwie. Oder wie wir da hochkommen. Vielleicht am besten mit der Treppe. Na, ich gehe mal wirklich von aus, dass wir die Treppe nehmen müssen. Erinnert mich jetzt aber auch gerade ein bisschen so an Fallout. Alter, den ganzen Weg jetzt hoch. Wie kommen wir denn da hoch? Was ist denn das? Isozentrierter Magnet. Ich habe keine Schubdüsen oder sowas, oder? Ich weiß nicht, ob unsere Instrumente dieser Kälte lange ausgesetzt sein dürfen. Muss man hier auf Temperatur achten? Wie komme ich da hoch? Doch bestimmt irgendwo noch einen anderen Weg geben. Hier. Also. Da war gerade was. Irgendwas war doch gerade hier, oder? Ne. Nur eingebildet. Hier haben wir Wasser und Tau-Regelwiderstand. Isotopisches Kühlmittel. Ah, Muni. Nice. Munition immer gut. Und noch ein Medipack. Noch ein Kühlmittel. Aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, da hochzugehen. Ja gut, dann würde ich das ein andermal machen. Dann kümmern wir uns jetzt erst einmal... sammle Eisen.
So, wenn wir hier jetzt einmal rausgehen und... Ah, okay. So, Oberflächenkarte. Ne, das wollte ich nicht. Hier ist Scanner. Da unten sind wir gerade. Hier haben wir Wasser und Chlor. Chlor gibt es hier auch. Was ist das hier? Blei. Ganzer Planet besteht aus Blei. Was ist das? Nochmal Chlor. Wasser. Nochmal Chlor. Das ist nix. Ja gut, wir machen dann erstmal die andere Aufgabe. Bürokratie Blues. Dann fliegen wir mal zur Venus. Boah, ich feiere das, dass wir so weit hier springen können. Was ist denn das? Achso, Sarah. Scanne weiter, dann findest du auch was. Oh, radioaktives Gas, Gasschlot. Schussregeneration, nice. Okay, an den Dingern können wir nicht einfach so nah ran. Ich hatte jetzt kurz gedacht, hier wäre Eisen. Eisen wäre super, wenn wir jetzt 10 Eisen finden. Was ist denn das? Einfach ganz normaler Stein. Ich finde es aber schon irgendwie ein bisschen unheimlich, dass wir nachts jetzt auf dem Mars sind. Ich hätte das jetzt gerne einmal am helllichten Tag erlebt. Das ist wahrscheinlich von ihrer Waffe gewesen. Ui. Da fliegt was wieder. Aber die Gravitation finde ich jetzt mega. Dass jedes Gebiet eine eigene Gravitation hat. Und das hatten wir schon. Okay. Auf was hat er denn geguckt? Auf Sarah da hinten? Das heißt, dann jetzt müssen wir auch die Venus besuchen. Ich hatte jetzt aber auch... Ich wundere mich, dass man unser Sonnensystem so früh eigentlich hier besucht. Keine Ahnung, vielleicht wird das später nochmal relevant. Und zwar richtig relevant. Ich sehe nichts. Irgendwo bin ich falsch abgebogen jetzt gerade. Da vorne. Ja, komm, wir gehen da wieder rein. Sidonia, zentraler Knotenpunkt. Und Ladebildschirm jetzt gleich wieder. Okay, wir müssen weiter nach da hinten. Bürgerin.
Bürger? Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimierend. Hi, Manaaki Almonte. Jo, hey, was geht ab? Moin. Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ich bin Manaaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Ja, alles klar. Kannst du mir mehr über die Handelsaufsicht erzählen? Hey Mann, ich bin noch neu hier. Kann also nicht unbedingt qualifiziert antworten. Wir sind so ein riesiges Transport- und Handelsnetzwerk im ganzen bekannten Universum. Alle Freestars, UC, sogar Haus Varun arbeiten irgendwie mit uns. Wir stehen für freien Handel für alle oder so. Jo, würde mich nicht wundern, wenn wir sogar mit der Crimson Fleet Geschäfte machen. Die bezahlen mein Gehalt, also finde ich sie ziemlich cool. Klar, oder? Die Crimson Fleet oder die Handelsaufsicht? Ich habe gehört, die Handelsaufsicht handelt manchmal mit illegalen Gütern. Stimmt das? Mann, sorry. Kann ich echt nicht sagen. Die haben mir sogar verboten, über sowas zu reden, wegen Gerüchten und so. Ich weiß nur, dass wir ein Handelsunternehmen sind und ich Sachen ankaufen und verkaufen soll, mehr nicht. Und hey, über alles andere zerbreche ich mir auch nicht den Kopf. Was ist das Merkwürdigste, was dir hier je untergekommen ist? Jo, hier war mal ein Typ, der wollte so einen total komischen Fisch oder so verkaufen. Und er hat noch gelebt. War in so einer großen Plastiktüte mit Wasser und alles. Richtig groß war der. Ich wollte ihm verklickern, dass wir sowas nicht ankaufen, aber da kommt mein Boss an und sagt, klar kaufen wir den. Also musste ich ihn echt annehmen und auch lagern und alles. Mann, das war stressig. Und was noch viel komischer war, es ist sofort jemand gekommen und hat ihn uns abgekauft. Strange, oder? Ja. Ich würde gerne handeln. Das machen wir hier. Ja, okay. Schauen wir mal an, was er hier hat. Die sieht cool aus. Ja, den Cutter kennen wir, den Grendel kennen wir, den Rattler, Rettungsaxt, Ripshawk, Solstice, modifizierter Equinox. Kraken sieht auch cool aus. Lichtbogenschweißer. Schwere Waffe. Ich habe keine Ahnung, wofür der ist. So, Anzüge. Bodencrew, Tiefbohrer, Tiefminen. Helme, Bodencrew und Navigator. Sonstiges hat er nur die Ressourcen. Ja, komm. Der hat nichts, was mich interessiert. Jo, alles Gute. Aber okay. Bei UC Exchange kann man sehr gut Waffen einkaufen, aber behalte sie bitte immer im Halfter, klar? Ja, alles gut. Und nun eine Nachricht von unseren Sponsoren. Glaubst du, dass du in der Geschäftswelt bestehen kannst? Hältst du dich für einen Megacorp-Megastar? Dann komm nach Neon und bewirb dich bei Ryujin Industries, dem am schnellsten wachsenden Unternehmen in den besiedelten Systemen. Macht, Prestige, ich gehe eine Woche lang Geld. Nicht zur Arbeit. Als Mitglied dann sieht der meine Chefin, wie sehr Familie, sie mich braucht und bezahlt mir mehr. Haben. Ja, jetzt. Beste journalistische Integrität. SNN. Ja, gut. Ich gehe mal hier runter. Ja, wir sind jetzt erstmal noch im Raumanzug hier unterwegs. Hier muss ich runter. So. Da ist ja noch ein Roboter. Da ist aber nicht was, du. Teile suchen, suchen Sie anderswo. Ich benötige meine Zwischen. Ich kann mir nicht vorstellen, hier unten Steine sammeln zu müssen. Es gibt ein ganzes Universum zu erkunden. Sammle 10 Eisen. Warte mal, dann hier den Cutter wieder. So. Lass das lieber, bevor du noch jemanden triffst. Ja, ich soll hier nur Eisen sammeln, ja? Da gibt's wieder Eisen. So.
Was machen die Miner, wenn hier so viel Eisen rumliegt? Da haben wir auch nochmal wieder welches. Hier ist so viel Eisen und die kommen nicht darauf, das alles hier zu finden. Wieso kann ich den jetzt nicht einsammeln? Okay, jetzt eben kurz nachladen. Wieso kann ich das hier jetzt aber nicht einsammeln? Ah, okay. So, einen noch. Da. So, lege 10 Einheiten Eisen ab. Alles klar? Du kommst zurecht beim Erzabbau, oder? Ja, ich war jetzt nur... Ah, hier, Trevor, da ist er. Okay, ich sehe, du willst mir wirklich helfen. Ich habe das Erz abgeliefert, so wie von dir gewünscht. Perfekt. Der nächste Teil wird schwieriger. Unser Direktor der Mining Division, Peter Brennan, hat vor einem Monat seine letzte Assistenz gefeuert. Peter ist der Einzige, der die Bestellung neuer Ausrüstung genehmigen kann. Und ohne Assistenz ist er leider völlig nutzlos. Ich weiß, wie du todsicher an den Job kommst. Als seine Assistenz kannst du ihn dazu bringen, die Genehmigung zu unterschreiben. Warte mal, du willst, dass ich den Assistentenjob übernehme? Du musst den Job nur behalten, bis wir die Genehmigung haben. Dann kannst du kündigen, weiterarbeiten, wie auch immer. Ist halb so wild, wie es klingt. Im schlimmsten Fall musst du ihm ein paar Sachen besorgen und seine Nachrichten abarbeiten. Wird super einfach, versprochen. Wäre das nicht einfach, ihn nach der Genehmigung zu fragen? Glaubst du, ich hätte das nicht versucht? Wie gesagt, der Typ ist ohne Assistenz komplett nutzlos. Ich weiß nicht mal, ob er einen Computer bedienen kann. Und dank den Verträgen mit den UC ist bei Deimos alles ein unglaublicher Bürokratiesumpf. Was leider bedeutet, dass alles genau nach Vorschrift laufen muss, wenn irgendwas klappen soll. Okay, na klar, warte, ich nehme den Job. So einfach ist das nicht. Du musst dich wie alle anderen dafür bewerben. Der Job ist im Büro der Deimos Sternenwerft ausgeschrieben, oben im Orbit. Geh dahin und fülle die Bewerbung aus. Wenn du das erledigt hast, dann komm zu mir zurück und wir reden darüber, wie du die Stelle kriegen kannst. Du springst durch jede Menge Reifen, um den Minern die nötige Ausrüstung zu beschaffen. Ja. Irgendwie gerade schon. So, aber wir müssen jetzt dann wieder... Hä? Wohndistrikt. Schauen wir uns ein andermal an. Jetzt erstmal müssen wir noch eine Aufgabe erledigen. Und keine Ahnung, wo ich jetzt dafür hin muss. Sidonia kann ganz schön deprimierend sein. Aber auch interessant, dass es hier Sidonia heißt auf dem Mars. Jetzt ist nur die Frage, wenn die Menschen wirklich irgendwann auf dem Mars wohnen oder besiedeln oder abbauen, was auch immer, und da erstmal so eine Minenarbeiterkolonie hinsetzen, wie wird das jetzt wirklich heißen? Oder wegen Starfield werden die das auch Sidonia nennen. Das fände ich lustig. So. Achso, ich muss jetzt in mein Schiff. Okay. So, dann gehen wir mal rein. Soll ich den Antrieb anwerfen? Ach, da ist er. Ah ja, stimmt, wir können das wieder ausziehen. Ich finde es schade, dass wir dafür kein Dingens haben. Ich
Ich habe gehört, du bist so schnell unterwegs, dass du einen Planeten umrunden und dir selbst auf die Schulter klopfen kannst. Das würde ich gern sehen. Okay, ja. Fällt mir nichts zu ein, was ich darauf antworten soll. So. Boah, ich freue mich aber, wenn wir das hier mal komplett ausbauen können, das Schiff. Aber das kostet alles auch sehr viel Geld. So, und wir heben ab. Der Typ ist... Hat er einen Namen? Hat er denn einen Namen? Ansonsten würde ich sagen, wir nennen ihn Matt oder Mutt. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. Warte mal. Deimos, Merkur, Erde. Boah, ich würde da wirklich zu gerne einfach so hinfliegen, ja? Scanner verlassen. So. Ja, ich pack mal hier und hier noch mal ein bisschen was hin. Wieso wird das mehr, wenn ich dahin fliege? Ah, okay, es bewegt sich einfach so schnell. Deimos, Mond vom Mars. Analyse 40%. Typ Asteroid. Schwerkraft 0,01 G. Temperatur kalt. Atmosphäre keine. Magnetosphäre. Fauna keine. Flora keine. Wasser keine. Keins. Aber. Ist das wirklich so schnell mit den Dingern? Aber rein theoretisch sieht das so aus, als könnte man hier überall hinfliegen. Wenn ich jetzt mir die anderen Dinger da... Und wenn man hier Neptun, könnten wir rein theoretisch hinfliegen. Wir müssen nur halt schnell genug dafür sein. Kilometer. Aber rein theoretisch ist wirklich hier alles erreichbar. Mit dem Raumschiff, also so vom normalen Flug. Ich glaube zumindest aber, wenn wir zumindest im System sind. Wenn wir in diesem System sind, können wir alles so erreichen. Aber so... glaube ich, von dem Ort nach dahin oder dahin wird wohl eher schwieriger. Ah, okay. Den können wir nicht erreichen, da... Alle, die so weiß, so Eierschalenfarben sind, können wir erreichen. Sirius, The Pup. Oder The Pup. Alles, was rot ist, können wir momentan nicht erreichen. Weil das, glaube ich, viel zu weit weg ist. Weil da vielleicht zu viele Sprünge nötig sind für...
Die macht Yoshi wieder da hinten. Keine Ahnung. So, okay, wir sind aber jetzt im Sollsystem. Und wir müssen... Wie wirkt ihr auf einen Job als Assistent? Auf einen... Oh. So. Wir müssen... Missionen? Warte mal. Kann ich auf Karte zeigen? Bringt mir nichts. Also Deimos. Reisen wir mal dahin. Oha. Okay, die muss Sternen werft. Und da sind welche weggeworbt. Boah, das sieht schon cool aus. Ich bin mal ein bisschen... Vorsichtig, ein bisschen langsamer. Ah, ich kann auch so. So, wir haben momentan ein Tempo von 34, 35, 36, 37, 38. Kann ich da einfach landen? Ich finde das cool gerade, wirklich. So, Tempo gehen wir auch mal ein bisschen runter. So, Tempo 2 ist ein bisschen zu wenig. Ich will jetzt mal ausprobieren, ob wir hier wirklich so landen können. Irgendwo. Noch mal ein bisschen zurück. Aua. Okay, das... Schnell weg. Ich habe jetzt Schaden gemacht. Okay, muss ich vielleicht... So, Sternkarte... mich zeigen? Da hinten bin ich. Du kannst hier nicht landen. Hä? Okay, was mache ich dann jetzt? Wenn ich hier nicht landen kann? Wie soll ich hier hinkommen, wenn ich hier nicht landen kann? Also... So, Deimos. Deimos Analyse da. Okay. Aber hier. Ich wollte dahin. Muss ich vielleicht auf Phobos? Fracking Station? Ich guck nochmal in Mission. Trevor braucht meine Hilfe, damit seine Anfrage um neue Ausrüstung vom Deimos Mining Manager genehmigt wird. Dafür soll ich mich über das System bei der Deimos Sternwerft als Chefassistent bewerben. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Das ist mir gerade doch zu kompliziert.
Dann ein Licht in der Dunkelheit, die alte Heimat. Begib dich zu Venus, dann fahren wir zu Venus. So, wo ist denn die? Hier, Venus. Verlassene Relaisstation, ja. Und reisen. Dann machen wir das so. Ist mir ansonsten zu kompliziert, wie ich da jetzt landen soll. Oh. Die alte Heimat. Was haben wir denn hier? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Ich kann gerade gar nichts machen. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Was machen Varun-Fanatiker hier draußen bei der Venus? Keine Ahnung. Offenbar greifen sie wahllos Leute an. Haus Varun unterhält zwar Beziehungen zu den anderen Fraktionen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Fanatiker. Sagen sie. Siehst du Vanguard Maoras Schiff? Moaras? Nein, keinerlei Signale. Und wenn sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären sie auch nicht so ruhig. Sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baron-Schiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Loks herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Wir müssen zu diesem Signal kommen, ohne angegriffen zu werden. Ich öffne das Feuer. Diese Fanatiker sind eine Gefahr für das gesamte System. Nicht so schnell. Wir sind allein und sie zu dritt. Ist mir doch egal. Fahren die Schiffssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffen und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb und halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich fern. Begib dich in eine Entfernung von maximal 500 Metern zur Satellitenbay, damit du sie aktivieren kannst. Ah, okay, warte, dann machen wir mal so. Wir probieren das einfach mal alles aus. Ja, ich glaube das hier. So, drücke A, um zwischen Weltraumzielen durchzuschalten. Ich würde schon gerne einen Kampf machen wollen. Große Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Zollsystem ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Okay, ja. Wir haben aber aktuell noch ein sehr, sehr kleines Schiff. Das heißt, wird uns... Warte, was ist denn das hier für ein Ziel eigentlich? Die auszuschalten. Ah, komm, wir... Ah, wir können so Venus als Ziel markieren. Aber ich bleib bei dem. Auf 500 Meter müssen wir da runter gehen. Ja, zur Not greifen wir die an. Ich finde das aber trotzdem schon cool, dass wir so... Es wundert mich, dass die uns nicht sehen. Ist schon wirklich sehr verwunderlich, finde ich, auf jeden Fall. Wo können wir eigentlich auch diesen Asteroiden Oumuamua finden hier? Der aussah wie so eine Zigarre, riesige Zigarre, was an der Erde vorbeigeflogen ist vor ein paar Jahren. Ob wir den vielleicht auch noch so finden können? Das wäre cool. Ach krass, man sieht auch, wie sich alles hier bewegt. Die Venus zum Beispiel.
Wundert mich aber, dass man die Venus nicht geterraformt hat. So, wir machen jetzt aber auch keinen Boost. Weil wir wollen uns schon jetzt erst einmal fürs Tutorial an allem halten, damit wir alles lernen. Auf 500 Meter müssen wir jetzt erstmal kommen. Das dauert jetzt aber auch, glaube ich. So, noch knapp über 1000 Meter. Und dann wären wir da. Ja, mich entdeckt. Okay. Ja, komm. Alter, mein Schild ist schon am Arsch. Die Hüllenintegrität deines Schiffs ist niedrig. Fällt sie auf null, explodiert dein Schiff. Drücke RS, um dein Schiff zu reparieren. Die Reparatur verbraucht Schiffsteile. Verdammt. Die haben mich tatsächlich gesehen. Okay, wir sind draufgegangen. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Was haben wir denn hier? Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.